So, in diesem Semester wird es noch eine zweite Art von Aufgaben geben, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Und die lautet meistens ungefähr so. Schauen Sie sich alle Beweise und Konstruktionen der Vorlesung an, so lange, bis Sie sie selber und ohne Hilfsmittel durchführen können. So, und die sollen auch bewertet werden, ja, ob Sie das ernsthaft versucht haben, sich die Sachen anzugucken und ob Sie das richtig machen können. Ja, und wie wollen wir das feststellen? Das wird so sein, dass es eben in diesem Semester keine Probeklausur am Ende des Semesters gibt, sondern es gibt viele kleine Probeklausuren jedes Mal in der Übung. Ja, und wenn so eine Übungsaufgabe auf dem Blatt war, dann gibt es eben eine kurze Probeklausur. Da sagen wir dann zum Beispiel, beweisen Sie den Satz des Pythagoras und das machen Sie dann. Ja, dann schreiben Sie den Beweis hin aus dem Skript, den Sie sich ja vorher angeguckt haben und dann bewerten wir das eben nach, ob das richtig war, was Sie da hingeschrieben haben und ob Sie sich Mühe gegeben haben. Und nur die Mühepunkte, ja, nur die Ernsthaftigkeit geht in die Klausurzulassung ein. Aber an den Richtigpunkten können Sie schon sehen, ob, wenn diese Sachen in der Klausur drankommen würden, und solche Sachen kommen tatsächlich dran, also den Satz Pythagoras habe ich schon öfter gefragt zum Beispiel, können Sie sehen, ob Sie das gut genug können, um in der Klausur die Punkte zu bekommen. Ja, das ist der zweite besondere Art von Übungsaufgaben, die in diesem Semester neu sind. Okay, also bis später.